Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich die Botschaft, ja, sein Leben geben oder das Leben anvertrauen. Wir wollen heute über so einen kleinen, feinen Unterschied sprechen. Ja, wir wissen, dass der Teufel sehr listig ist, sehr tückisch ist und er genau diese kleinen Lücken sucht, um euch irgendwie zu Fall zu bringen. Und ich habe heute Morgen so im Herzen gehabt, ein Video dazu zu machen. Ich war gerade dabei an dem Buch Brief für dich, ja, das nochmal zu überarbeiten. Ja, da kommt jetzt schon die zweite Auflage. Und da war ich bei dem Kapitel Wut. Es ging ja um Wut, ja, wenn wir wütend sind über bestimmte Dinge. Ja, und in dem Zusammenhang hatte ich plötzlich so den Eindruck, darüber zu sprechen, das Leben anzuvertrauen oder das Leben zu geben. Wenn wir neu geboren werden oder wenn wir das Evangelium hören. Jesus selbst sagt ja auch, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es gewinnen. Also wir müssen unser Leben begraben. Ja, das wisst ihr ja. Ihr habt diese Worte alle schon gehört. Und Jesus hat sein Leben gegeben um unseretwillen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, mal darauf zu schauen, wie das so in deinen Gedanken verankert ist, wie das in deinen Sinnen verankert ist. Hast du bei diesem Satz, ich gebe Jesus mein Leben, ich übergebe ihm mein Leben, ist das mit Schwere belastet oder ist das Freude? Denn eigentlich, ja, ich sage jetzt mal bewusst eigentlich, weil ich glaube, dass einige das so noch nicht in ihren Gedanken und Sinnen haben, dass die Gedanken da noch nicht angepasst sind an das Wort Gottes. Es ist eigentlich ein Anvertrauen des Lebens, ja. Ich vertraue Jesus und dem Vater Gott und dem Heiligen Geist mein Leben an. Ich gebe ihnen mein Leben in die Hand und sag, ich will dein Eigentum sein, Gott. Ich danke dir. Jesus hat alles für mich am Kreuz vollbracht, so dass ich wieder in deine Gegenwart kommen kann. Und ich vertraue dir mein Leben an, weil ich weiß, bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich gut aufgehoben. Dein Weg ist der beste Weg für mich. Deine Regeln bringen Frucht und Segen in meinem Leben. Alles rund um Gott ist durch und durch gut für mich. Und ich glaube, dass der ein oder andere wirklich noch so in seinem Kopf hat, ja, ich begrabe mein altes Leben und was ich dann bekomme, ist schlechter als das, was ich hatte. Und das ist einfach falsch. Ja, das ist einfach eine Lüge. Wenn du das glaubst, dann kennst du Gott noch nicht. Und ihr wisst ja, ich habe jetzt schon öfter darüber gesprochen, über diese Spaltungen zwischen Gnade. Ich hatte es gerade gestern wieder mit eigentlich mit zwei Schwestern, wo Menschen dort ins Leben gesprochen haben und haben gesagt, ja, ich habe das mit der Gnade ausprobiert und es ist einfach falsch. Gott will von uns Heiligkeit. Wisst ihr, viele gehen nicht durch diese Tür durch und probieren dann einfach andere abzuhalten. Und wenn ich das beobachte, sehe ich, dass ein Gedankengut gestreut ist, ja, von wem ist es wohl gestreut, dass Gott böse ist, ja, dass Gott uns schlecht will, dass Gott uns, ja, natürlich, er züchtigt uns, so steht's geschrieben, aber wisst ihr, ich kann züchtigen, sehen, wie wir das früher in der Schule hatten, dass die Kinder in der Schule sitzen und eine haut mit dem Rohrstock auf die Finger. Oder ich kann züchtigen als etwas sehen, dass jemand mich aus Liebe erzieht. Und zweiteres ist der Fall, ja. Das erste ist einfach falsch. Jesus kam in diese Welt, er sagt es selbst, es steht geschrieben, ja. Ihr müsst einfach selber die Bibel in die Hand nehmen und nachlesen, ja. Ich weiß, ich erwähne oder ich spreche viele Bibelstellen nicht. Es ist bei mir nicht so luxuriös wie auf anderen Kanälen, dass dann immer die Bibelstellen eingeblendet werden. Das ist mir einfach viel zu viel Zeit, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe darüber gebetet und ich hatte schon mal den Satz studieren mit dem Heiligen Geist. Das heißt, ihr könnt euch das rausschreiben und dann seid ihr einfach mal selber aufgefordert, mal diese Passage bei Google einzugeben und diese Stelle in der Bibel zu suchen und vielleicht auch mal den Kontext dazu zu lesen.
Ja, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Also wenn wir unser Leben, wenn diese Menschen sagen, ja, Gott ist heilig und wir müssen das tun und Gott ist gerecht, wisst ihr, Jesus kam in die Welt und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um Frieden zu bringen. Ja, das waren die Worte Jesu. Warum bringt er Frieden? Er bringt Frieden, er hat die gute Nachricht. Das ist eine wunderbare Nachricht. Das Evangelium heißt gute Nachricht. Es sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Gott hat mit den Menschen Frieden geschlossen. Er hat einen Weg bereitet, fordert die Menschen auf, zu mir, um zu ihm umzukehren. Und der Weg darüber geht über das vollbrachte Werk am Kreuz. Dann wird Jesus ein zweites Mal wiederkommen, ja, und das zweite Mal kommt er als Richter, ja. Das heißt, alle diejenigen, die die Einladung nicht angenommen haben, die werden dann gerichtet werden. Ja, ich gehe jetzt nicht darauf ein, was mit uns Gläubigen ist, wenn wir vor Gericht stehen. Ja, das ist eigentlich kein wirkliches Gericht, sondern es ist eher eine Beurteilung unserer Werke und es geht dort um den Empfang unseres Lohnes. Aber das ist jetzt nicht heute unser Thema. Also Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Ja, es ist eine gute Nachricht. Und dass wir heilig leben sollen und all diese Dinge, wisst ihr, jemand, der wirklich neu geboren ist, der wird alles daran setzen, heilig zu leben, weil er die Liebe Gottes empfangen hat, weil er die Gnade empfangen hat und weil er das jetzt alles aus Liebe tun will, weil er erfasst hat, wie sehr Gott ihn geliebt hat als Person. Und aus Dankbarkeit werden wir uns jetzt an die Gebote halten wollen und werden ein heiliges Leben führen wollen. Das heißt, überall dort, wo so hart gesprochen wird und wirklich, ich sag jetzt mal, ein Stück der Charakter Mose gepredigt wird, wird es einfach sehr schwierig werden. Und wenn wir sowas hören, dann werden wir unter Umständen uns schwer tun, Jesus das Leben zu übergeben, ja, weil wir ja eventuell nichts Gutes erhoffen, was da kommt. Aber ist das die Wahrheit? Ist das das, was im Wort Gottes steht? Ja, ich habe euch heute mal einen Psalm mitgebracht, und zwar Psalm 40, Vers 17. Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen. Der Herr ist groß, ja. Durch die Bibel zieht sich wie ein roter Faden, dass Gott groß ist, dass Gott gütig ist, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er die belohnen wird, die ihn suchen, die ihn lieben. Wer das leugnet, da kann ich auch nicht, kann ich wirklich nicht mehr helfen. Wer das glaubt, guckt selber in das Wort Gottes, ihr, wenn ihr unsicher seid. Also Gott ist groß und es geht darum, willst du dein Leben Gott anvertrauen? Ja. Bist du bereit, dich hinzugeben? Ja, Römer 12, 1, 2. Bist du bereit, dich Gott unterzuordnen, ihm dein Leben anzuvertrauen, weil du weißt, dass er das Beste für dich hat und dass er dich durch dein Leben lenken und leiten wird, dass er dich verändern wird und dass alles zu deinem Besten dient? Amos 3, 3. Ja, wir werden nicht mit jemandem gehen, dem wir nicht vertrauen. Deswegen kannst du mal prüfen, wie sind denn so deine Gedanken? Hast du noch so dieses, ich muss mein Leben geben, ich muss mein Leben hier mit Jesus begraben und dann gibt's dieses alte Leben nicht mehr und das war doch gut und da habe ich mich doch wohl gefühlt und ja, vertraust du Gott, dass er was viel Besseres für dich hat, wenn du ihm dein Leben anvertraust, ja, wenn du dein altes Leben begräbst und in ein neues Leben mit ihm gehst? Ich habe ja letztens gerade den Impuls gehabt, jemandem eine E-Mail zu schreiben und dort was zu teilen, weil der Herr hat mir da gezeigt, ja, diese Person hat noch ein vollkommen falsches Bild, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ja, wir nehmen unser Kreuz auf uns und viele Dinge sind nicht angenehm. Ja, warum nicht angenehm? Weil wir in einer gefallenen Welt leben und weil die Welt, die dunkle Welt, die gefallene Welt, das Licht hasst.
Die gefallene Welt hasst es, wenn es Menschen gut geht. Wenn du durch die Welt gehst und du wirst gefragt, wie geht's dir, und du sagst, ja, mir geht's gut, dann wirst du schon komisch angeguckt. Ja, das ist so meine Erfahrung. Die Welt hasst das Licht, und damit wird auch ein Großteil der Welt dich hassen, wenn du im Licht wandelst. Aber wenn du Angst hast davor, vor dem, was auf dich wartet, wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann ja, dann hat der Feind dich da im Griff, dann tut er da wirklich seine Arbeit und die fällt bei dir auf fruchtbaren Boden. Also kümmere dich um deine Beziehung zum Vater, lerne Gott kennen, kümmere dich um deine Beziehung zu Jesus, ja, was glaubst du über ihn, was vielleicht wirklich Lügen sind, ja. Manche reden sich Jesus einfach insofern schön, dass sie ihn sich so basteln, dass er in ihr Leben passt, in ihr weltliches, und sie leben munter ihr weltliches Leben so weiter, obwohl vielleicht Gott sagt, pass auf, dieses und jenes gefällt mir nicht in deinem Leben, ich habe was viel Besseres für dich, oder das und das ist nicht gut für dich, ja. Aber ich mache euch mal noch ein Beispiel. Es ist ja gerade Adventszeit. Ich weiß jetzt nicht, wann du dieses Video schaust. Ich beteilige mich bewusst nicht an diesen ganzen Diskussionen um heidnische Feste und so weiter. Ich glaube, dort wird eben auch wieder sehr viel geredet, und das große Ganze haben, glaube ich, manche noch nicht verstanden. Also ich selbst hab nichts mehr so groß mit Weihnachten zu tun, ja, ich muss kein Weihnachtsfest feiern. Auf der anderen Seite werde ich aber im Moment permanent daran erinnert, dass Jesus in die Welt kam und als Retter geboren wurde, was mich natürlich sehr freut. Also ich glaube, es ist immer, kommt immer auf den Kontext an, wie man diese Dinge lebt. Und ja, es ist also so, dass ich, ja, wisst ihr ja, auch eine Tochter habe und ich mich da sehr vom Geist Gottes leiten lasse, so gut es geht, und sie sich einfach einen Adventskalender gewünscht hat, ja, so. Jetzt habe ich dann halt überlegt, der Herr hat gesagt, das kannst du machen, okay, dann habe ich das gemacht, und ja, jetzt hat sie da das erste Türchen aufgemacht und da war was drin, und dann hat sie mich gefragt, hast du das und das und das drin? Und dann habe ich gesagt, warum sollte ich das tun? Also sie hatte plötzlich den Gedanken, ja, hast du da vielleicht was reingemacht, was mir irgendwie nicht gefällt? Und dann habe ich gesagt, ich bin deine Mama, ja. Sag ich, glaubst du das? Und dann sagt sie das, ja, die Oma hat das auch immer gemacht. Also ihre Omas leben ja schon lange nicht mehr, also beide Omas nicht, also sie hat beide Omas nie kennengelernt, hatte aber eine Uroma, und diese Uroma hat also an Ostern oder Weihnachten, wie viele das ja tun, Süßigkeiten verschenkt, und meine Tochter isst also keine Schokolade und war aber jedes Mal an Weihnachten und an Ostern mit im Boot, dass sie also von allen Seiten Schokolade geschenkt bekam, ja, und war dann wirklich so auch ein Stück enttäuscht, dass irgendwie sich keiner scheinbar gemerkt hat, dass sie keine Schokolade isst. Und, ja, und dann hat sie gesagt, weißt du, nein, die Oma, die hat auch immer, der war das egal. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wer bin ich? Sag ich, ich bin doch deine Mama. Und dann sagt sie, ja. Und habe ich gesagt, also warum sollte ich dir etwas geben, von dem ich weiß, dass es dir keine Freude macht? Ja, also da habe ich erstmal so ein bisschen Gedanken erneuert. Also warum sollte Gott, unser Vater, irgendetwas für dich tun oder dir irgendetwas geben, was nicht gut für dich ist? Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, es gibt ja einen Unterschied, ja, sag ich, bestimmte Dinge sind gut für dich, aber sie sind nicht unbedingt gerade mit Glücksgefühlen begleitet, ja. Und sagt sie, ja, stimmt, wenn ich Mathe und Englisch lernen muss, ja. Und habe ich gesagt, ja, ist das gut für dich? Und dann sagt sie, ja, sag ich, macht es dir Spaß? Nein, sagt sie, also siehst du, Eltern können einfach bestimmte Dinge tun, die zwar gut für dich sind, aber die vielleicht nicht gerade unbedingt mit jubelnder Freude begleitet sind. Und so ist es auch mit unserem Vater im Himmel, ja. Nicht alles, was gut für uns ist, ist mit Freude begleitet. Aber der Punkt ist der, ja. Ich bin davon überzeugt, also ich zum Beispiel, ich habe immer sehr gerne gelernt und ich tue das bis heute noch. Also für mich ist Lernen, wenn ich etwas lerne, das ist für mich nicht negativ irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wir können lernen, Freude an dem zu haben, was gut für uns ist. Und das lesen wir ja dann auch, ich glaube, 2. Thessalonicher
erste oder zweite Thessalonicher Brief, Kapitel 5 weiß ich, aber jetzt weiß ich jetzt gerade nicht, ob es der erste oder zweite ist, wo geschrieben steht, freut euch alle Zeit. Ja, freut euch alle Zeit über alles. Habt Freude darüber. Warum? Weil wir im Geist leben, weil die Frucht des Geistes Freude ist. Und wenn wir lernen, im Geist zu leben und unser Fleisch immer mehr zu überwinden, dann werden wir auch an Dingen, die gut sind und die vielleicht für andere Menschen nicht mit Freude begleitet sind, trotzdem mit Freude tun. Ja, weil wir sie aus dem Geist heraus tun. Das heißt, es ist absolut der Fall, wenn wir unser Leben geben, wenn wir unser altes Leben begraben, dass wir in diesem neuen Leben, das Gott uns schenkt, wirklich mit Freude und Leichtigkeit durchs Leben gehen, ja. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber Gott hat uns für diese Herausforderung, für alles etwas an die Hand gegeben. Es gibt nichts, was uns in dieser Welt begegnen kann, wofür Gott nicht eine Lösung hat, ja? Und wofür Jesus nicht ans Kreuz gegangen ist. Es liegt an uns, ob wir ihm vertrauen. Also geht es darum, vertraust du ihm dein Leben an? Und ich glaube, dass das wichtig ist. Wir haben es ja immer mal wieder von Ping-Pong-Christen. Ja, ich weiß, dass so die Richtung der Leute, die diesem Kanal folgen, sind Leute aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Esoterik. Deswegen sprechen wir viel über Unterschiede. Es sind Rebellen, ja, Menschen, die an ihr Leben festhalten wollen. Es sind Ping-Pong-Christen, ja, welche, die immer noch, die zwar sich schon für Jesus entschieden haben, aber trotzdem noch nicht in dem Glauben und dem Vertrauen wandeln, also quasi noch nicht wirklich hingegeben sind. Warum? Weil sie Angst haben, dass sie etwas verlieren, ja, dass das, was sie loslassen, dass sie da was Gutes loslassen und dass sie das nicht mehr haben. Und das ist einfach eine Lüge. Und diese Lüge solltest du nicht glauben, ja, sondern solltest in Betracht ziehen, dass dort eine Wahrheit liegt, die dir vielleicht noch gar nicht offenbar geworden ist oder die noch nicht wirklich in deinem Herzen Wurzeln geschlagen hat. Ja, also schau dir das an, statt Jesus sein Leben übergeben, so dieses, oh, das muss ich mein Leben übergeben, das Alte muss ich loslassen, oder, ja, ich vertraue Gott mein Leben an und das ist das Beste, was ich tun kann, ja, es ist einfach das Beste, was ich tun kann. In diesem Sinne wünsche ich euch heute eine gesegnete Zeit und ja, ich freue mich auf das nächste Video. Shalom!